hoffe, dass er eine gute Pace hat. Startaufstellung für das Sprintrennen in Aserbaidschan. Für uns lief es heute nicht allzu gut im Qualifying, umso besser aber für Lando Norris. Der steht vor seinem britischen Kollegen Hamilton auf der 2, beziehungsweise Norris steht auf der 1, so natürlich. Dann auf der 3 Alonso, Leclerc auf der 4 im Ferrari vor Sainz. Dann Verstappen, der erste Red Bull auf der 6, direkt vor Zhou Guan Yu. Ocon und Gasly stark in den Top 10, noch vor Stroll und Magnussen. Piastri dann auf der 12, vor den beiden Alfa Romeo, Tsunoda und Bottas. Albon auf der 15, wir kommen dann auf der 16, vor Theo Pourchaire, Nick de Vries, Liam Lawson und Logan Sargeant. Auf der 21 Vesti und Russell ist im Qualifying ausgeschieden mit technischen Problemen. Und damit Servus und herzlich willkommen zu F1 23 My Team Karriere mit Alibaba Racing. Wir stehen kurz vor dem Sprintrennen von Aserbaidschan. Im Qualifying lief es nicht allzu gut und ich bin auch gerade so in Q2 reingekommen. Dort dann die Runde leider verhauen, aber viel weiter nach vorne wäre es heute nicht gegangen. Und das, obwohl wir eigentlich Updates mitgebracht haben hier zum Grand Prix Wochenende nach Aserbaidschan. Und es gibt auch noch ein weiteres Problem, was ich jetzt gerade gesehen habe. Ich kann es euch jetzt hier in der Übersicht nicht zeigen, aber im letzten Video, vielleicht erinnert ihr euch, haben wir eigentlich das Getriebe gewechselt hier für Aserbaidschan. Und es hat es mal wieder nicht angenommen. Das heißt, wir starten mit einem 65% abgenutzten Getriebe ins Sprintrennen und müssen dann auch nur das Grand Prix-Rennen damit absolvieren. Ich habe es leider zu spät mitgekriegt und das ist ziemlich ärgerlich. Und wahrscheinlich könnte es sogar sein, dass wir eventuell ausscheiden. Das ist natürlich ein sehr hoher Risikofaktor, der da mitschwimmt. Ich hoffe trotzdem, dass wir jetzt im Sprintrennen eine gute Figur machen. Aber wahrscheinlich wird es echt schwierig, vor allem weil die Pace der Konkurrenz irgendwie unfassbar gut ist. Irgendwie scheint uns die Strecke nicht ganz zu liegen, obwohl wir eben eigentlich jetzt im Leistungsvergleich vor Alpine liegen müssten. Jetzt aber geht es um die Rennstrategie, Soft, Medium, ähnlich schnell. Wir gehen natürlich auf die Softreifen, um möglichst viel zu pushen und eventuell ein paar Plätze gut zu machen direkt am Start. 9 Runden stehen uns in diesem Sprint bevor, die meisten auf Softreifen. Links die dreckige Seite, da kommt man vielleicht nicht so gut weg. Ja, bei Piastri hat man es gemerkt, bei uns geht es eigentlich. Wir sind da gut durchgekommen, jetzt wird es aber hier einfach zu eng am Start. Wir können hier nirgendwo wirklich hin. Wir müssen aufpassen, dass Piastri nicht innen auf uns drauf fährt und gegen Albon konnten wir uns gerade so durchsetzen. Gegen Bottas können wir hier nochmal innen reingehen und sind damit auf Platz 13. Haben auf jeden Fall 3 Plätze gut gemacht. Guter Start für das, dass wir auf der dreckigeren Seite gestartet sind. Und jetzt ist hier die Startphase entscheidend. Da kann es hier in Aserbaidschan besonders passieren, dass man da mal sich etwas verschätzt. Aber noch sieht alles gut aus. Von hinten kommt kein direkter Angriff von Bottas oder Piastri. Und so können wir jetzt so ein bisschen unsere Rennpace finden, hoffentlich. Ich nehme euch in diesem Sprint wieder komplett mit auf die ganze Distanz. Das geht hier recht schnell, 9 Runden. Okay, the start was fine. Let's try and move forward. Naja, die tiefstehende Sonne. Gar nicht so einfach, hier dann die Ideallinie zu finden. Also im Qualifying waren wir echt schlecht, muss ich sagen. Da hat uns eine gute Sekunde gefehlt auf die Top 10. Aktuell sieht es noch so aus, als können wir mithalten. Aber wer weiß, wie sich das entwickelt, sobald alle mal im Rennpace, in der Rennpace angelangt sind. Interessant ist es natürlich auch hier zu sehen, wie die Topspeed ist. Bei uns mit DRS waren es ungefähr 360. Jetzt hier mit Windschatten ohne DRS um die 350, aber es sieht nicht schlecht aus. Hinten Angriff, Piastri gegen Bottas, ja, außenrum. Ah, vielleicht klappt es sogar. Aber mit Platz 13 und 14 im Sprint kann man sich halt auch nichts kaufen. Albon scheint auch durchgegangen zu sein an Bottas. Ja, wobei die kämpfen gerade noch. Ich muss mich aber auf die Strecke konzentrieren, dann kann deshalb nur in der Peripherie nur kurz in den Spiegel oder auf die Liste links gucken. Ah, und oh, so früh und so ein Fehler direkt. Frontflügelschaden und jetzt auch völlig rausgekommen hier. Gibt's doch nicht. Ja, das hatten wir jetzt schon lange nicht mehr, so ein Fehler. Und ich glaube, mit Frontflügelschaden, da können wir eigentlich nichts ausrichten hier. Sehr, sehr ärgerlich.
Mal gucken, wie schlimm der Schaden ist. Direkt nach vorne viel Zeit verloren. Aber es fühlt sich nicht so an, als wäre es extrem. Vielleicht können wir trotzdem relativ gut mitfahren. Oioioi. Wieder ganz knapp an der Wand entlang. Ich muss mich jetzt wirklich konzentrieren hier, dass sowas nicht passiert. Das ist schon ärgerlich, direkt zu Beginn. Aber vielleicht schaffen wir es wirklich ohne gröbere Pace-Probleme. Tsunoda nur 1,5 Sekunden vor uns. Der scheint wohl Topspeed-Probleme zu haben. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Von der Pace her holen wir da jetzt sogar auf. Und zwar relativ zügig. Okay, da haben wir jetzt in der Kurve irgendwie eine halbe Sekunde liegen lassen. Ist viel zu früh gebremst. Piastri ist dran. Hier im langsamen Teil der Strecke fühle ich mich überhaupt nicht wohl gerade. Und da verlieren wir ja noch nach vorne richtig viel. Jetzt scheint Tsunoda doch auch schneller zu sein. Ich weiß es nicht, ob das irgendwie nur eine schlechte Runde von Tsunoda war, aber insgesamt haben wir ja da auch nach hinten kurz aufgeholt. Weiß nicht, warum wir da so gut waren und jetzt eher schlecht. Naja, müssen wir mal gucken. Ich denke, Piastri sollten wir durchlassen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Jetzt wird er mit DRS kommen, denke ich mir, aber er ist noch zu weit weg, ne? Dann werden wir noch nicht durchwinken. Aber vielleicht können wir uns da in das DRS-Fenster von Piastri hängen. Aber er ist auch hier wieder ein bisschen zu weit weg. Fast in den Drift gegangen hier. Ich fühle mich ein bisschen wohler als im Qualifying, aber irgendwie gerade im ersten Teil der Strecke, da läuft noch nichts zusammen. Hier viel zu früh eingelenkt, über den Randstein geholpert, wenn man da nicht noch einen Unterbodenschaden von mitnimmt. Weiß ich auch nicht, aber scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Unser Auto doch recht stabil und ich werde jetzt bewusst kein ERS einsetzen, dass sich Oscar Piastri hier an uns vorbeiarbeiten kann, hier im DRS-Bereich und wir uns hinten ranhängen können. Ich hoffe, dass er eine gute Pace hat. Und wir dann noch ein bisschen die Lücke vielleicht schließen können. So, an der Stelle noch kurz den Thumbnail für das Video aufgenommen. Und ich hoffe, dass wir uns jetzt so ein bisschen hinten ranhängen können an Piastri. Aber für die Top 10 wird das nichts. Also dafür sind wir viel zu langsam. Und auch jetzt schon wieder 8 Zehntel. Jetzt schon Russell auf Platz 16. Der wird uns wahrscheinlich auch noch einholen.
Okay, we're looking at some gearbox wear, so try to keep the number of shifts to a minimum, please. And that's just 5 laps of fuel remaining. Können wir im 1-Sekunden-Fenster bleiben? Das ist die entscheidende Frage hier im letzten Sektor. Und es sieht eigentlich ganz gut aus. Und wir werden nochmal DRS haben. Die Rennhälfte haben wir überschritten. Von hinten kommen auf jeden Fall nochmal schnelle Leute. Albon, nicht schlecht heute unterwegs im Alpha Tauri. Und Russell auf der 16. Und wir können jetzt hoffentlich ein bisschen ERS ansparen. Nachdem wir mit DRS hier ein bisschen Zeit gut machen. 365 km/h der Drehzahlbegrenzer, Wahnsinn. Ah, wieder richtig schlecht rausgekommen hier aus diesem Linksknick. Das wäre jetzt fast wieder eine Sekunde vorne. Aber wenn wir jetzt so weiterfahren, dann wird Piastri jetzt die über eine Sekunde Vorsprung haben. Oh, wow, 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 wow. Zu spät gebremst. Er hat deutlich zu spät gebremst, beziehungsweise die Reifen sind auch leicht stehen geblieben. Ich hatte hier ungefähr bei 90, 80 Meter, eher bei 75 Meter anbremsen müssen und bei mir waren es jetzt eher 60. Ich musste dann noch kurz von der Bremse gehen, weil die Reifen sonst stehen geblieben wären. Ja, das war überhaupt nichts. Da hat uns ja die Wand hier so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Man hat es ja da schon gesehen, dass es nichts wird. Sehr, sehr ärgerlich. Abhaken und weitermachen. Ja, am Ende war es wohl ein richtig heftiges Fotofinish im Sprint. Vorne Leclerc, Norris und Hamilton innerhalb von 76 Tausendstel Sekunden. Am Ende mit dem besten Ende für Charles Leclerc, der den Sprint damit gewinnt und im Grand Prix-Rennen dann von ganz vorne startet. Dann Alonso, Verstappen, Sainz, Stroll und Magnussen, Joe Manu auf der 9 und Ocon dem 10. Platz. Oscar Piastri hat es in Tsunoda noch vorbeigeschafft und konnte Russell noch abwehren, also gutes Rennen auch von ihm. Mal gucken, wie die Rennpace dann im Grand Prix-Rennen sein wird. Und für uns macht das Ganze natürlich die Entscheidung etwas leichter, ob wir dann das Getriebe noch wechseln, weil das können wir jetzt auf jeden Fall machen, wenn wir sowieso von ganz hinten starten. Aber natürlich unzufrieden, komplett unzufrieden mit diesem Rennverlauf. Erst am Anfang den Frontflügel abgefahren und dann auch den Bremspunkt ein bisschen verpasst hier bei der Schikane. Wirklich zu vergessen, dieses Rennen, aber wir haben schon lange keinen großen Fehler mehr begangen. Von daher würde ich sagen, war es mal wieder an der Zeit und von daher möchte ich da jetzt auch nicht hier irgendwie mit irgendwelchen Rückblenden arbeiten. Es ist einfach so, dass wir hier in diesem Rennen sowieso nicht in die Punkte gefahren werden und dann müssen wir einfach mal schauen, was im Grand Prix-Rennen noch möglich ist. Vielleicht gibt es noch Safety Car, vielleicht eine rote Flagge, vielleicht Regen, wer weiß das schon und dann können wir auch von ganz hinten vielleicht eine kleine Überraschung erzielen. Das ist auf jeden Fall der Plan dann für das Rennen morgen.